So, zurück bei Super Mario Galaxy 2. Wir haben 87 Sterne. Moment, ich habe eine Liste. Ja, Welt 3, Welt 1 und Welt 2 sind komplett. Naja, Welt 3 haben wir noch einiges zu tun. Welt 4 auch, Welt 5 auch, 6 auch. Und ja, Welt S ist auch noch. Da. Und soweit ich weiß, brauchen wir 90 Sterne, um die nächste Welt S Galaxie zu machen und. Ja, Welt 3. Mal schauen. Gibt's einen geheimen Stern? Damit habe ich immer ein bisschen Mühe. Da gibt's noch gar nichts, da auch nicht und noch die zwei. Na gut, da mache ich. Ach, ich finde das Ding schon irgendwie. Nur gut aufpassen. Wie eine Wolke im Wind. Okay. Vermutlich ist das wieder sowas, wo ich nur mal mit Münzen und so vollstopfen muss. Alles durchschauen, alles durchsuchen. Fuck. Unten ist ein Pilz. Cool. Geh mal ganz nach oben, vielleicht sehe ich irgendwas. Nein. Scheiße. Was ist da unten eigentlich? Da. Dafür brauche ich jetzt bestimmt ein paar Münzen. Deswegen gibt's ja auch. Nein, warte. Da oben ist eine Münze und da kriege ich dann viele Münzen. Da, das da. Oha. Da. Gut. Die kann ich auch immer brauchen. Okay, grad, das war gar nicht nötig. So, bitte, bitte nicht zu viel. Fuck it. Ah, ich brauche nur noch eine. Warte schon. Ja, hol ich sie gleich. So, bitte schön. Bla 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 bla, aber sicher. Bla bla. So, gut. Da, ich sehe den Stern. Was zum Verdammten? Okay, aha, Silbersterne. Ah, fuck.
Und wenn die mich treffen, verliere ich meine Wolkenfähigkeit und... Oh fuck! Das... Oh gut, das habe ich nicht gesehen. Aber interessant, dass die mir auch in den Tod folgen. Scheiße. Ich muss aufpassen. Nein! Oh, fuck. Wo ist das scheiß Ding? Da. Glück gehabt. So. Wenn die Geheimsteine immer so leicht zu finden sind, dann wäre es ja ganz einfach. So, Galaxie komplett. Mit ein paar Sterneteile. Aha. Gut, jetzt werde ich... Naja, irgendwann muss ich ihn ja spielen. Bye. So, dann werde ich mal mit Luigi spielen. Hier habe ich ihn zum ersten Mal benutzt, werde ich ihn hier auch wieder einsetzen. Kometenalarm. Ein großer Korridor voller Schatten. Gut, schau. Gibt es Schatten-Luigis oder Schatten-Marios? Oder meint ihr das damit? Na cool, ist ja nur so ein Korridor. Das finde ich eigentlich ziemlich cool an einem Spiel. Die Kometen verändern die Galaxie. Oh fuck it. Verändern die Galaxie ab und zu komplett. Nicht wie im ersten Teil. Das ist ein Schatten, Luigi. Boah, der kann ja weit springen. Oh fuck. Okay, nochmal. Wow, was ist jetzt denn das? Fuck, der folgt mir immer noch. Ha. So. Ich glaube, Luigi könnte mir gefallen.